Leute machen jeden Tag gegen mich Videos, machen sich lustig über mich, beleidigen mich, machen hier, machen das. Das kommt gar nicht in mein Herz rein, weil ich diesen Menschen gar keinen Wert gebe. Dann hat das 0% Effekt auf mich und mein Leben. Aber es hat einen heftigen Effekt auf deren Leben und das tut mir dann leid. Und deswegen werde ich diese Menschen nicht beleidigen oder da mitmachen oder dagegen schießen, sondern ich biete diesen Menschen Hilfe an. Wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Sobald du anderen Menschen die Schuld für dein Leben gibst, haben andere Menschen Macht über dein Leben. Das heißt, nur weil andere Menschen so oder so handeln oder das dir antun oder was auch immer so, können die dich quasi steuern, weil du selbst nicht Verantwortung übernimmst und sagst, ey, was hab ich denn falsch gemacht so? Wie kommt es, dass ich in diese Situation reingekommen bin? Egal, wer was angeht, ich habe immer irgendwie auch was dazu beigetragen. Nichts passiert einfach so. Aktion, Reaktion. Und anstatt dann zu sagen, der ist schuld, das ist schuld, diese ist schuld, so ist schuld, solltest du gucken, was hab ich dazu beigetragen und was kann ich am nächsten Tag besser machen, damit es nicht mehr in so eine Situation kommt. So. Das ist alles in deiner eigenen Verantwortung. Aber ja, es ist klar, dass die Leute wollen sich nicht an ihre eigene Nase packen. So. Weißt du? Die suchen immer nach Ausreden so. Und wollen nicht Verantwortung übernehmen. Weißt du? Für ihr eigenes Leben. Und sagen dann, ey, ja, nee, alle, die ganze Welt ist schuld daran, dass mein Leben kacke ist. Anstatt zu sagen, nein, ich bin verantwortlich für mich. Ich nehme meine Eier in die Hand und forme mein Leben so, wie ich es gerne haben möchte. Fertig aus. Weißt du? Und wer sagt, das ist Müll, der hat halt meiner Meinung nach keine Ahnung. Hallo? Hörst du mich? Wie geht's? Alles gut, Leon? Alhamdulillah, bei dir auch? Alhamdulillah, Bruder. Soweit, so gut. Was läuft? Du willst mir widersprechen, dann hau mal raus. Aber jetzt. Das schallt bei dir einmal. Ich danke dir erstmal für deine... Nein, um Gottes Willen. Ich will nicht widersprechen, aber ich bin zu allergrößten Teil an deiner Seite und deine Worte haben auf jeden Fall Gewicht. Sonst würde ich dich gar nicht beobachten, weißt du, was ich meine? Also ich, bei jedem Stream bin ich bei dir, ich höre dir zu, aufmerksam, deine Themen interessieren mich. Allerdings, ich küsse dein Herz, Bro. So mit 38 Jahren habe ich auch ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt und ich auf dem Weg, wo du gerade warst, die habe ich auch hinter mir und ich bewundere dein Durchhaltevermögen. Bei Gott. Weil man muss sehr strong sein in dieser heutigen Zeit, damit man sein Mindset dementsprechend setzen kann. Wo ich widerspreche, ist die Reflexion, Bruder. Also ich habe versucht, wirklich alles reinzuhalten, mit jedem cool zu sein, der mir schadet, aus dem Weg zu gehen. Und niemals nachtragend zu sein, immer gucken, dass, was Gott dir gegeben hat, das Allerbeste draus zu machen. Aber Bruder, die Menschheit in der Masse ist so toxisch geworden, dass du dein Safe Space wirklich reinhalten musst, auch wenn du versuchst, alles zu reflektieren und dein Innerstes nach außen zu spiegeln, kommt irgendeiner und grätscht dir da rein und dann bist du wieder mit dir selber im Struggle, um zu sagen, so Bruder, komm, ich schau dir jetzt nicht die Zähne ein. Ich versuche jetzt meinen Fokus wieder gerade zu richten und nach vorne zu marschieren. Aber Bruder, die Menschheit in der Masse ist so krass toxisch, vor allem in Deutschland und in Europa. Aus deiner Perspektive betrachtet, sehe ich das genauso. Wenn du da irgendwo bist, was paradiesisch ist, du hast da schöne Vibes, gute Leute um dich herum, dann kann das womöglich stimmen. Aber wenn du in einem Melting Pot bist, wo ohne Ende andere Kulturen aufeinanderpressen, Bruder, und jeder auf dem Ellbogen-Mentalität groß geworden ist und jeder das Ich-Bewusstsein so gestärkt hat, dass du quasi in einem Ego lebst, kannst du selber nicht mehr viel bewirken, außer dich selber zu verändern. Das ist ja so, das, was ich sage. Zum Beispiel gesagt, ich schotte ab, ich nehme nur noch Leute in meiner Umgebung, die wirklich genauso sehen und etwas bewirken wollen. Und wie soll ich dir das sagen? Wenn ich zum Beispiel einen Kameraden im Krieg habe, da will ich mich nicht nach links umschauen müssen. Ich muss dem vertrauen. Und so sieht das auch mit Freundschaften und mit generell Beziehungen aus. Aber die heutige Beziehung, Bruder, ich muss alles in Frage stellen. Ich kann selber keinem mehr vertrauen, wo ich weiß, okay, sehe ich nur eine Kleinigkeit, wo zum Beispiel Lüge oder... Ja, bitte. Entschuldigung. Tschüss, das ist voll zeitversetzt, ne? Ich merk's gerade, ich sag eine Sache, du sagst erst zwei Minuten später... Aber das hat nichts mit Schwarzmalerei zu tun. Also ich versuche immer noch, das Beste daraus zu sehen. Hörst du mich eigentlich, Digi, wenn ich rede? Wie können wir das hinkriegen, dass du mich auch hörst, direkt, wenn ich rede, Bro? Hast du Internet? Ich höre dich, aber versetzt. Ich muss mich konzentrieren, dass ich nicht bei dir reinrede. Ey, aber ja, ey, also das, was er sagt, da stimme ich ja zu. Ich weiß jetzt nicht genau, warum er mir widerspricht, weil eigentlich sprechen wir ja dieselbe Sprache, Digi. Mäßig, oder? Freunde. Also sag mir mal genau jetzt in ein, zwei Sätzen, bei was du... Also
versuch das mal auf den Punkt zu bringen, wie du mir widersprichst und lass mich dann mal darauf reagieren quasi. Also es kommt immer darauf an, wo du dich befindest. Also wenn ich jetzt in einer Stresssituation bin, beziehungsweise in einer stressigen Umgebung bin, um das so auszuleben, wie du es sagst, es ist äußerst, äußerst schwierig bis nahezu unmöglich, außer man baut sich seine Safe-Bubble auf und blendet alles drumherum aus. Was meinst du denn genau, was ich sage? Und deswegen sage ich, es kommt immer auf die Umgebung drauf an. Doch, ich stimme dir zu 99% zu. Nur bei dieser einen Sache kommt immer drauf an, wo du dich befindest. Und aus diesem Punkt betrachtet, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer schönen Umgebung bin, die Sonne scheint, die Leute sind cool drauf, da ist das einfacher, das umzusetzen, was man reflektiert von innen heraus. Das heißt, deine Umgebung ist genau das, was du auch im Innern hast. Aber wenn du in einer toxischen Umgebung bist, die ganze Zeit damit, wenn der Mensch damit beschäftigt ist, seine Energie reinzuhalten, um nicht auf jeden Scheiß einzugehen, um nicht jedes Mal getriggert zu werden von irgendwelchen Blödsinn, Nachrichten oder irgendwelche asozialen Pisser, die dir missgünstig gestimmt sind oder was auch immer. Da bist du die ganze Zeit quasi damit beschäftigt, deine Wunden zu lecken oder deine Energie hochzupushen. Deswegen sehe ich genau diesen Punkt. Es kommt immer darauf an, wo du dich befindest, um das Innere nach außen zu reflektieren. Ansonsten da bleibt ich man immer in so einem Hamsterrad. Da würde ich man dir dreht sich im Kreis und dann frisst man quasi seinen eigenen Schwanz. Oder man verfällt in Depression. Also ich kenne viele Leute, die... Ich sehe das halt ein bisschen anders, Bro, weil ich habe auch in Deutschland gelebt. Weißt du, wie ich meine? Ist ja nicht so, dass ich jetzt schon immer in der Sonne lebe und immer nur gute Menschen um mich rum hatte, dies, das, bla bla bla. Und ich habe gemerkt, sobald ich mich als Mensch verändert habe, sobald ich den Fokus in mir selbst auf die richtigen Dinge gelegt habe und versucht habe, selbst einfach immer ein besserer Kerl zu werden, sage ich mal, und mich zu wandeln und zu entwickeln, habe ich immer mehr gute Leute auch in Deutschland angezogen. Das heißt, wo ich zum Beispiel aus Mexiko wieder zurück nach Deutschland gegangen bin und dann ja war, habe ich so viele krasse Leute kennengelernt, die eigentlich auf demselben Vibe und auf derselben Energie unterwegs waren wie ich, in einer toxischen Umgebung in Anführungszeichen. Also ich glaube wirklich daran, dass du, egal in was für einer toxischen Umgebung du dich befindest oder wie viele Menschen du in dem Land hast oder in, keine Ahnung, in dem Gym oder was auch immer du hast, so, sobald du eine gewisse Ausstrahlung hast, wirst du immer die Leute attracten quasi, die das spiegeln so. Weißt du, was ich meine? Natürlich gibt es dann Menschen auch in der Umgebung, die vielleicht nicht so sind wie du, die vielleicht versuchen, dich runterzuziehen, aber da legst du ja nicht den Fokus drauf, da legst du ja auch nicht den Wert hin so, weißt du? Sondern du legst ja den Wert auf die Leute, die so sind wie du, die du spiegelst quasi, die du fühlst so, weißt du? Du legst ja nicht den Wert. Ich gehe jetzt nicht nach Deutschland und fokussiere mich die ganze Zeit auf irgendwelche Hater so, weißt du? Ja, ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, 99% bei dir. Vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr an mir selber arbeiten. Vielleicht erkenne ich das selber nicht mehr, weil ich zu sehr im Äußeren beschäftigt bin. Das kann es auch sein. Ich muss noch mal ein bisschen in mich kehren und ein bisschen mehr reflektieren. Ich fühle dich aber, Bro, weißt du? Das hört auch niemals auf, aber wie gesagt, 99% bin ich mit dir partout. Ich verstehe dich auch, also so, weißt du? Es ist jetzt keine Kritik, dass ich dir vom Kopf stoßen möchte. Nein, alles gut, verstehe ich auch, fühle ich auch gar nicht so. Ich glaube halt wirklich, dass wir ein Level erreichen können an Bewusstsein und an Selbst, wie soll man sagen, dass man sich selbst mastert auf eine gewisse Art und Weise, egal in welcher Umgebung, und dass man sein Leben dann selbst verändern kann, so. Auch in der toxischsten Umgebung kannst du trotzdem bewusst sein und das ausstrahlen, was du ausstrahlen möchtest, und musst dich von diesen toxischen Menschen um dich herum nicht so beeinflussen lassen, dass du selbst auch toxisch wirst. So. Weil das, was ich vorhin gesagt habe, ich lebe wirklich die Philosophie. Am Ende des Tages, wenn du dich von diesen Menschen beeinflussen lässt, dann haben diese Menschen eine Macht über dich auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich gibt es Umgebungen, wo es schwieriger fällt und Umgebungen, wo es besser fällt. Aber am Ende ist es immer wichtig, dass du selbst realisierst, dass du die Macht hast, deine Welt so zu gestalten, wie du das möchtest. So. Und du musst dich nicht von Menschen von außen beeinflussen lassen, dass du dich im Innen anders fühlst so oder schlechter fühlst. Weißt du? Damit gibst du diesen Menschen halt eine gewisse Macht dann, Und sagst dann, ja, aber wenn ich mit diesen Menschen umgeben bin in Deutschland, dann muss ich mich kacke fühlen. Aber du musst nicht, das ist deine eigene persönliche Wahl, weißt du? Das stimmt, Bruder, das stimmt. Also mir hat das Buch Eckhart Tolle, das Leben im Jetzt, sehr geholfen, um das zu realisieren, was du gerade gesagt hast. Dass andere dich nicht verletzen können, wenn du es selber nicht zulässt. Also du musst zulassen, damit die dich überhaupt runterkriegen können in dieser Spirale. Oder physisch oder generell auf energetischer Ebene. So ist es. Also
von meiner Sicht betrachtet, Bro, ich bin auf diese Welt gesandt worden. Also ich bin nicht aus Jux hier. Ich muss nur erkennen, was ich bin. So, in dieser Welt bin ich der Hauptdarsteller. Also ich bin der Motherfucker in meinem Film. So wie du der Motherfucker in deinem Film bist. Bro, mir kann keiner was. Ich stehe über allem eigentlich. Aber wie gesagt, wir sind menschlich, in diesem Körper reingeboren. Wir haben Emotionen. Wir haben Gedanken, die wir kontrollieren müssen oder ein bisschen selektieren müssen. Das ist ein Struggle, das wird niemals aufhören. Aber wie gesagt, auf diesem Weg, wo du dann versuchst zu balancieren, wo du versuchst, auf diesem Seil, diesen Drahtseilakt überhaupt zu bewältigen, kommt ein Bastard und spuckt auf dich oder stellt dir ein Beinchen aus irgendwelchen Gründen. Und dann denkst du, weißt du, ich muss mich jetzt wieder aufrappeln. Ich kann meine Energie nicht für diesen Pisser verschwenden. Bro, passiert das ein paar Mal im Monat? Sorry, ich muss dich unterbrechen, Bruder. Changen, ne? Ja, damit du musst schon alleine. Ich kann mich noch mehr auf das konzentrieren. Du musst deine Wortwahl alleine schon verändern, so. Wenn du sagst Bastard und Pisser und so, du gibst diesen Menschen schon viel zu viel Wert, Digga, weißt du, wie ich meine? Du bist angry den Menschen gegenüber. Du hast Hass, du fühlst Emotionen. Und das ist schon eine Sache, wo du diesen Menschen auch viel zu viel Macht gibst, so. Weißt du? Ich rede gar nicht mehr so über andere Menschen. Nicht mal über Menschen, die mich persönlich verletzt haben oder jeden Tag schlecht über mich reden oder Videos gegen mich machen oder was auch immer, Digga. Weißt du, wie ich meine? Deine Wortwahl, wie du diesen Menschen gegenüberstehst und ob du überhaupt Hass in deinem Herzen spürst und ob du diesen Menschen diesen Wert gibst, dass die es schaffen können überhaupt. Weißt du? In dir diese Emotion auszulösen, die du jetzt hast, obwohl du nicht mal wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich nicht mal einen Namen im Kopf, du denkst einfach nur an Menschen, die versuchen, dich runterzuziehen. Und sobald du das zulässt, dass du einen Hass auf die hast, dann bist du schon drin eigentlich in der Spirale und lässt dich von diesen Menschen runterziehen. So. Das darfst du halt gar nicht zulassen, weißt du? Leute machen jeden Tag gegen mich Videos, machen sich lustig über mich, beleidigen mich, machen hier, machen das. Das kommt gar nicht in mein Herz rein, weil ich diesen Menschen gar keinen Wert gebe. So, ich realisiere einfach, die leben in ihrer Welt, die denken, dass die Recht haben und die denken, dass sie das jetzt tun müssen, so. Und die wissen nicht, was sie sich selbst damit eigentlich antun. Und wenn ich das nicht in mich reinlasse, in mein Herz reinlasse oder in mein Leben reinlasse, so, dann hat das 0% Effekt auf mich und mein Leben. Aber es hat einen heftigen Effekt auf deren Leben und das tut mir dann leid. Und deswegen werde ich diese Menschen nicht beleidigen oder da mitmachen oder dagegen schießen, sondern ich biete diesen Menschen Hilfe an. So. Wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Bro, du hast mir eine Sicht gezeigt, die mir nicht aufgefallen ist. Ich habe das ausgeblendet. Du hast vollkommen recht. Also ich war emotional. Auch wenn ich das selber nicht gemerkt habe. Das ist krass. Deswegen immer Reflexion und danke für das Gespräch, Leon. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich so nicht gesehen. Love, Bro. Ich schwör's dir. Ganz wichtig, mal so Gespräche auf Augenhöhe zu führen, die genauso denken wie ich auch. Weil so sehe ich die Reflexion in mich. Also ich gucke, danke, auf jeden Fall danke dir. Ich danke dir, Bro, für deine Zeit, für die Perspektive, die du versucht hast, hier reinzubringen, so, weißt du? Und ich wünsche dir nur viel Kraft auf deinem Weg und du bist meiner Meinung nach auch auf dem richtigen Weg, auch mit dem Buch, was du liest, Eckhart Tolle etc. pp. Das geht genau in die richtige Richtung rein, so, weißt du? Wir müssen einfach weitermachen und an uns arbeiten und versuchen, jeden Tag eine bessere Version von uns selbst zu werden. Und dann werden wir alles hinkriegen, so, weißt du? Und werden immer dazu lernen. Wir können alle voneinander lernen, so, weißt du? Ich reflektiere das Gespräch, was wir gerade hatten, auch noch später. Und dann kann ich auch wieder was davon lernen. Ist einfach schön, wenn wir gegenseitig uns zuhören, respektvoll miteinander unterhalten und voneinander lernen im Endeffekt, so. Bro, ich sehe das so, wie gesagt, wir sind hierhin gesandt worden, jeder zu seiner Zeit. Und ich sehe das wirklich, wirklich genauso. Jeder muss strugglen. Jeder für sich, der eine hat mehr als der andere an Stärke. Der eine kann führen, der andere kann folgen. Bei dir sehe ich einen Führer. Ein guter Führer auf jeden Fall. Wenn du so weitermachst, Bruder, ich wünsche dir alles, alles, alles Beste in einer sehr ekelhaften Gesellschaft, was jetzt vor allen Dingen diese Streamer und YouTuber und generell Social-Media-Geschichten angeht. Leider kriegst du nicht die Resonanz, die du verdienst. Aber nichtsdestotrotz, du fühlst, dass das der richtige Weg ist, genauso wie ich das fühle, dass wir Gott so näher kommen, beziehungsweise wir kommen dem näher, was wir sein sollten. Ich denke mal, wir sollen alle nach Perfektion streben. Und das sind die Worte, die du jedes Mal zu uns in den Streams sagst. Man soll die bessere Version sein von gestern. Also, ne? Entschuldigung, wenn ich das so ein bisschen durcheinander ausgedrückt habe, aber du weißt, was ich damit meine. Versuch, die beste Version von dir zu werden. Das dauert manchmal 40, 50 Jahre. Scheißegal. Aber am Ende des Tages ist das dein Stream. Und in diesem Stream bist du der Hauptdarsteller und gib alles. So, Bro. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke dir, Leon.
Danke für die schönen Worte, Mann. Ich schwör's dir. Hat mein Herz erwärmt und ja, Mann, Alter, ich hoffe, du bleibst weiter hier auf jeden Fall am Start. Wir tauschen uns aus. Danke dir. Ist immer gut auch zu wissen, dass man jetzt mit einem, der hier auch im Chat ist, dass man auch jetzt ein bisschen so die Stimme vor Augen hat, so sag ich mal, und ein bisschen näher aneinander gekommen ist, so durch den Talk, weißt du? Liebe geht raus, Bro. Zieh weiter durch und ja, wir quatschen, Bro. I like that. Dankeschön, Bruder. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch, Bruder. Bis dann. Ciao. Bester Mann, Digga. Geiler Talk. Fühle ich komplett, ich schwör's dir.